Jo, da sind wir wieder bei Pokémon Gold Nuzlocke. Beim letzten Mal haben wir uns den Weg bis hierhin gebahnt ins Kraftwerk und schauen wir mal, was jetzt genau los ist. Das Kraftwerk wurde vor langer Zeit stillgelegt. Wir haben es wieder in Betrieb genommen und versorgt den Magneto mit Energie. Aha. So ist es also. Ein wichtiges Teil des Generators wurde von dem Dieb entwendet. Ohne dieses Teil funktioniert der neue Generator. Was macht denn dieser Generator? Erzählt er eine Geschichte oder wie? Weil Narrator, Erzähler aus dem Englischen, ne? Der Generator. Jo. Der Magneto braucht viel Energie. Ohne neuen Generator steht's hier dann wiederum, ne? Fährt er nicht. Schön, ich habe Fehler gefunden. Der Direktor des Kraftwerks sitzt da vorne. Seit jemand den Generator demolierte, ist er traurig und wütend zugleich. Wo ist er denn? Bist du das? Na, ich werde ihm nie verzeihen. Wer wagt es, meinen Generator zu demolieren? Ich habe so lange dran gearbeitet. Wenn ich den erwische, dann lernt er meine Blitzkanone kennen. Ob jemand das von so einem Team Blitzkanone lernen könnte? Ob ich jemandem Blitzkanone beibringen möchte? Oh, was ist los? Ich habe eine Nachricht aus Azura City. Eine zwielichtige Figur treibt sich dort in der Umgebung herum. Kann ich mit deiner Unterstützung rechnen? Ja, sicher doch. Okay. Wir fliegen zurück nach Azuria. Und suchen diese zwielichtige Person. Kann ich jetzt eigentlich hier einfach wieder hinfliegen? So. Nein. Egal, wir fliegen nach Azuria. Und ich glaube, diese zwielichtige Person war in der Arena. Boff. Hi. Ups, tut mir leid. Tut mir leid, mir nicht. Was? Du nicht erletzt? Du? Okay. Ich wäre beschäftigt. Nicht Zeit für Reden. Nicht gut, wenn ich gesehen werden. Oh nein, du mich schon hast gesehen. Ich großes Fehler gemacht haben. Hey du vergessen, dass du mich gesehen hast, ja? Du nicht sehen, hören und wissen. Tschüss, Kleiner. Und tschüss. Den verfolgen wir. Wenn ich noch wüsste, wo der ist. Ist der hoch zum Azuria Cup gegangen? Oh, Schutz wirkt nicht mehr. Okay. Ich glaube... Oh, da bist du ja. Hey, Kleiner, ich sein von Team Rocket. Sein aus fremde Land. Trainer 1, ich sein. Geglaubten wir nix Energie mehr, machen viele Panik bei Leute. Geheim mein Auftrag sein, ich dir nichts verraten. Doch wenn mich besiegen, ich sein lieb und dir verraten Geheimnis. Du Kind, kämpfen lass uns. Ich weiß nicht, warum er gerade so einen Akzent bekommen hat, aber gut. Yay, ein letztes Mal nochmal Team Rocket Musik. Mit Golbat. Auch nicht unbedingt stärker als die anderen, aber gut. Hier können wir den Donnerschlag machen. Wobei der Ice-Hieb genauso gut gewirkt hat. Hätte. Wieso heißt es Feuerschlag, Donnerschlag, aber Ice-Hieb? Wieso heißt es einfach Eisschlag? Uff, nein, glaube nicht. Ich glauben kann, was stark sehr du sein. Ich nix Gegner für dich. Okay. Okay, verraten dir meine Geheimnis. Spule gestohlen von mir, versteckt in der Arena von Azuria City. Wasser sein, gute Versteck. Ich Mitte von Arena, Wasser sein. In Mitte. Bub, du mich vergesse nicht. Besiege dir wird im Rocken tun. Werden kommen aus Johto. Meine Freunde rächen, sie werden tun. Was du sagen? Dem Rocket nichts mehr gibt? Kaputt gemacht, du sagen? Oh nein! Ich tun was jetzt machen. Teleporten. Ja. Kaum erfährt er, dass Team Rocket weg ist, teleportiert er sich. Das tue ich auch so manchmal. So, und ich glaube, er hat sich hier in die Mitte geschmissen. Da? Da. Da, wir haben die Spule gefunden. Yes. Damit können wir das Kraftwerk reparieren. Damit können wir den Magnetzug wiederherstellen. Damit können wir den Radiosender wiederherstellen. Kann ich jetzt gegen Misty kämpfen? Hätten wir wenigstens doch eine Arena in dieser Woche gemacht. Also gut, wir hätten ja sowieso die ganze Zeit auch die Chance auf die Saffronia-Arena. Aber die wollte ich mir noch ein bisschen aufheben. Die ist nämlich noch ein bisschen härter vom Level. Von daher. Ah, da ist sie doch. Ah, warum musst du jetzt auftauchen und uns stören? Weißt du, wie man Menschen wie dich nennt? Plage. Du hast richtig gehört. Plage.
die Orden, die du hast. Sind das Arena-Orden aus Johto? Wenn du 8 hast, musst du gut sein. Okay, komm in die Arena von Azuria City. Ich freue mich, gegen dich zu kämpfen. Ich bin Mist, die Arena-Leiterin von Azuria City. Und sie hatte ein Date, das wir gestört haben. Müssen wir uns jetzt schlecht fühlen? Wobei ich mich schon schlecht fühlen würde, wenn ich gerade das Date von jemandem gestört hatte und deswegen deren Partner dann einfach wegläuft. Ah, und jetzt sind auch die Trainer da. Blitzi, das ist deine Arena. Du machst sie alle nass. Also, trocken. Du legst sie alle trocken. Ja. Einfach einen Donnerschlag nach dem anderen hier durch. Schock die einfach. Ah, oh, Golking. Ich hoffe, Misty hat kein Golking. Pack mal den Donnerschlag nach weiter oben. Ich denke mal, Donnerschlag und Stärke würden ja unsere Hauptattacken in dieser Arena sein. Und Blitzi könnte wahrscheinlich sogar auf Level 52 während der ganzen Zeit aufsteigen. 51 wahrscheinlich sogar schon vor Misty und 52 dann halt eben durch Misty. Stärkeres Pokémon wird er. Aber ich mag das Prinzip, dass ich immer nur ein Pokémon pro Arena benutze. Ist ja so mehr oder weniger so ein kleines Handicap, auch wenn ich wahrscheinlich auf ein zweites Pokémon wechseln würde, wenn es, wenn das Pokémon, was ich einsetze, so ein bisschen in Gefahr gerät. Bock dann. So manche Namen, ne? So manche Namen. Naja. Los, Blitzi. Blitzi alle weg. Ha. 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 Der musste irgendwann kommen. Besser früher als später. Denke ich mal. Naja. Na gut, kloppen wir uns hier weiter durch. Schlagen den armen Sepan hier unsere Faust ins Gesicht. Oder in den kleinen Rüssel. Wusstet ihr, dass Seepferdchen ihr Geschlecht ändern können? Oder war das Seepferdchen? Oder waren das andere? Oder war das irgendein Fisch? Oder war das der Clownsfisch? Oder war das bei Seepferdchen so, dass die Männchen auch schwanger werden können? Wenn das Weibchen irgendwie fehlt. Verdammt, jetzt habe ich das nicht mehr so genau im Kopf. Ich wusste das mal. Jedenfalls ja, Seepferdchen können auch... Ich meine, das war doch, dass die männlichen Seepferdchen schwanger werden können. Weil die dann einfach mal weibliche Geschlechtsteile ausbilden. Mir wollte das Wort gerade nicht einfallen. Na gut, vielleicht wird irgendwas in ihrem Kopf dann dadurch so angeregt, dass sie dann mehr weibliche Geschlechtshormone erzeugen, die dann wiederum zum Aufbau von weiblichen Geschlechtsorganen führen. Dementsprechend können die Männchen schwanger werden. Jo. Na gut. So, Blitzi. Ich habe dich erwartet, du Nervensäge. Du hast zwar viele Orden von Johto, aber unterschätze mich lieber nicht. Meine Wasser-Pokémon sind hart. Also Wasser ist eigentlich eher weich, würde ich sagen. Von daher wäre es schlecht, wenn sie hart werden. Das würde heißen, sie haben eine Menge Calcium und andere Salze drin. Egal. Level 42. Kann es sein, dass die Trainer hier quasi in der Hinsicht stärker und schwächer sind, wie man sie auch normalerweise in der ersten Gen besiegen würde? Sprich, dass Rocco dann der Schwächste wäre? Holla. Ich habe nichts von schwach gesagt. Das hat doch ein bisschen was abgezogen. Aber keine Herausforderung für Blitzi. So, was kommt nun? Ein Moorlord. Natürlich hast du einen Moorlord. Egal. Für sowas haben wir Stärke. Damit sie nicht schocken kann und schmeißt einfach mit Steinen nach ihnen. Ja, das hat für die Hälfte. Okay, okay. Was? Ich hätte jetzt erwartet, dass das ein Volltreffer ist. Aber der haut einfach so mal eben in den roten Bereich.
Ach, jetzt machst du den Volltreffer. Hörst du mir zu, oder wie? Labras. Labras. Physisch oder speziell? Physisch oder speziell? Ich glaube... physisch. Deswegen probiere ich speziell. Also, in welcher Defensive es besser ist. Speziell. Ah, paralysiert. Sehr schön. Ich möchte jetzt im Regen nicht unbedingt eine Hydropumpe oder sowas abbekommen. Das kann sehr wehtun. Puh, 2000 Erfahrung. Sehr schön. Und Stami zum Schluss. Das regnet immer noch, ne? Ja. Das könnte jetzt wehtun. Wobei, wir haben eine Spezialverteidigung ungefähr von über 100. Stopp. Was? Und das ohne. Oh. Ach, es hat aufgehört zurück, denn danke. Das war mir doch gerade doch ein bisschen viel Schaden. Das waren 80 Schaden, glaube ich. Aber mit Regen. Also wenn wir das runterschwächen, sind es 60, 50, 50 ungefähr. 50 bis 60, würde ich sagen. Ja. Okay. Beende es, Blitzy. Nachdem du nochmal nass gemacht wirst. Meine Güte, dieser Regen hat mir dann doch gerade ein bisschen Angst gemacht. Ja, 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 Volltreffer ist gut. Stopp! Meine Güte! Mist, der hat mir gerade schon ein bisschen Angst gemacht. Aber gut, Blitzy hat es ja geschafft. Er hat sie trocken gelegt. Du bist wirklich gut. Ich gebe zu, dass du sehr geschickt bist. Hier hast du den Quellorden. Püh. Und ein weiterer Orden in unserer Tasche. Oder an unserer Jacke. Je nachdem. Gibt es viele starke Trainer wie dich in Johto? Eines Tages werde ich mich aufmachen und gegen einige ausgebildete Trainer kämpfen. So. Wieder eine Arena mit nur einem Pokémon geschafft. Damit hätten wir auch Azuria City fertig. Jetzt können wir ins Kraftwerk gehen und dort das Kraftwerk wiederherstellen. Damit hat Blitz jetzt auch erstmal wieder Pause. Bis... keine Ahnung. Mal schauen, wo wir die wieder einsetzen. Spätestens bei Blue. Der ja eigentlich Green ist. Aber lassen wir das mal. Darüber kann man sich auch lange streiten. Na, eigentlich nicht, weil... heißt er bei uns Blue, weil wir Pokémon Blau und Rot hatten. Und der heißt im Japanischen Green, weil die eigentlich Red, also Rot und Grün hatten. Da gibt's eigentlich nicht so Streit. Es ist ja ganz klar, warum die so heißen. Also es wäre ja ziemlich komisch, wenn der Hauptcharakter in Rot dann einfach mal Red genannt wird und der aus Blau dann Green. Wobei ich mich immer noch frage, hätte man nicht einfach statt der grünen Edition, statt der blauen Edition einfach eine neue grüne rausbringen können? Keine Ahnung. Hätte man wahrscheinlich machen können, hat man aber nicht. Naja. So. Dann wieder runter. Mit Schutz, damit uns keine wilden Pokémon angreifen. Wir haben ja so viel Angst vor ihnen. Wie mal, was ich mal gelesen habe. Pokémon-Liga geschafft, aber flüchtet vor Level 3 Radfratz. Ne? So sind wir auch. Oder so wären wir auch. Hätten wir keinen Schutz. So. Guten Tag. Au, ja, das ist die fehlende Spule meines geliebten Generators. Gini, ja? Du hast sie gefunden. Ah, danke. Als Belohnung gebe ich diese TM7 mit Blitzkanone. Die Relativ 77 beinhaltet Blitzkanone. Eine sehr starke Attacke. Sie ist nicht sehr präzise, aber du kannst jemanden damit ordentlich schmoren. Denn die Attacke paralysiert den Gegner zu 100%, wenn sie trifft. Mit einer Trefferquote von 50% ist das nicht unbedingt das Schönste, aber schauen wir mal, ob das jemand lernen kann. Oh. Oh. Das können sogar einige lernen. Vielleicht überlege ich mir das sogar, das jemandem beizubringen. Die hat immer eine Stärke von 100. Das ist einiges. So. Als nächstes. Ja. Könnten wir eigentlich nach Lavandier wieder gehen?
Denn wir haben jetzt das Kraftwerk repariert. Von daher können wir hier auch gleich was machen. Aber erst im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.